Hallo zusammen und herzlich willkommen hier zu The Long Dark. Rechts oder links, wir hatten uns für links entschieden, tschüss. So, ich habe ein bisschen Kohle bei, ich habe ein bisschen anderes Zeug noch dabei und jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Hier gibt es ganz schön viele Fischerhütten. Ganz schön viele Fischerhütten. Ich habe mal kurz drauf geschaut. Was ich nicht gefunden habe bis jetzt, ist eine Forge. Ich habe ja allerdings auch keine. Ach, da unten ist eine Legende. Okay. Ja. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob da hier wirklich sowas bei ist. Werden wir aber rausfinden. Sollte ja nicht so ganz das Problem sein. Wir sind links gegangen. Müssen wir auf den nächsten Weg warten. Relativ. Okay, man kann auf jeden Fall. Hier geht's aber ganz schön bergab. Ah ja, komm. Ja. So, hier oben soll auf jeden Fall kein Bär sein in der Ecke hier. Also, zumindest noch nicht gesehen, oder? Weiß nicht. Da haben wir die ersten Häuser. Dann sind wir doch schon dran vorbeigerannt oder beziehungsweise noch nicht vorbeigerannt an der Stelle, wo ich eigentlich hin wollte. Das muss irgendwo da oben sein. Dann. Wir sind dann auf jeden Fall da. Das ist gut. Da gibt es ein Seil, da können wir dann wieder hoch. Kraft und Ausdauer haben wir wohl. So, hier haben wir auf jeden Fall drei Häuser. Beziehungsweise vier, aber in das eine, da wird wahrscheinlich eher nichts drin sein. Sondern ich würde sagen, wir nehmen jetzt das erste Haus hier und nutzen das als Lager. Wenn hier denn überhaupt was zum Lagern reingestellt worden ist. Ja, da so ein bisschen. Metallbehälter eben durchsuchen und gucken wir mal rein. Okay, ist nichts drin, dann würde ich sagen, schießen wir mal los. Das alles. Feuer, das alles. So, jetzt haben wir schon mal nicht mal ganz so schwere Sachen. Die kann da rein, das kann da rein. Das. Das. Ich will nur, dass wir ein bisschen Platz haben. Die können wir jetzt gleich mal Thermostiefel, die können wir mal eben kurz anziehen. Die werden mit Sicherheit besser sein. Jetzt gucken wir mal eben hier so rein. Okay. Ist jetzt nur, damit wir mal eben ein bisschen, ne? Boah. Anziehen. Sofort. Und die Stiefel packen wir mal schön hier rein. So. Wunderprächtig. Wir können. Ah. So, aufstehen. Wir haben hier ein bisschen was zu trinken. Oh, wir haben sogar hier Holz. Holzbriketts. So, wir gehen direkt ins nächste Haus hier rein. Um dann mal kurz Looky Looky zu machen. Okay, hier sieht es auch nicht so viel besser aus. Hier haben wir was zu trinken. Wie schaut's aus mit Essen und so? Oh, alles gut. Okay, viel ist jetzt hier nicht zu finden. Was ist das? Holz, Tannenholz. Also so viel ist jetzt hier nicht, ne? Hier muss aber auch irgendwo noch eine Leiche sein, sehe ich gerade. Da ist sie. Hinter unserem Haus. Na super. Gucken wir gleich. Da geht's lang, aber da geht's dann auch zum Bär hin. Da würde ich ungern hinwollen. Sportweste. Okay. Brandbeschleuniger, immer gut. C, ey.
Wenn ich mich hindicken will, immer C, weißt du? Das ist schon. Okay, viel ist es nicht, was wir bis jetzt gefunden haben, muss ich ja ganz ehrlich gestehen, aber. Das bringt mir jetzt. So, das können wir gar nicht wegkesseln. Mir fehlt immer noch eine Außenhose. Das wäre noch wichtig. So. Laufen wir jetzt mal schnell hier hin. Eine gefrorene Leiche. Eine ungefrorene wäre auch langweilig. Leer. So, was sagt unser. Aha, okay. Denn ich will jetzt mal da hoch. Natürlich müssen wir eben kurz abwarten. Okay. Ich hoffe, wir schaffen das. Was sage ich, wenn wir jetzt hängen bleiben? Ach so, verbrauchen wir trotzdem Energie. Okay, ich dachte jetzt nur. Oh, Alter, hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Boah, jetzt wird's aber kribbelig, Alter. Jetzt werde ich schon ein bisschen kribbelig um Bart. Alter, komm! Komm! Nicht runterfallen, Alter! Nein! Nein, 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 nein! Gleich wieder unten. Er ist total erschöpft. Ab nach Hause, aber ganz flott. Have a little sleep right here. Machen wir mal so. Wir können es abbrechen, das ist also noch nicht ganz so schlimm. Natürlich ist das jetzt nicht gerade toll, ne? Aber eben ist es auch nicht so schlimm. Da ist unser Trinken. Ich wollte gerade sagen, wo ist unser Trinken hin? Bisschen Trockenfleisch ist immer gut. Zwar geschmacklos, aber hey, Schokoriegel. Hauen wir uns auch noch in den Kopf. Wir sind recht satt. Unser Durst ist gestillt. Und wir können jetzt ganze 12 Stunden einfach mal durchpennen. Und dann versuchen wir es nochmal da hochzugehen. Wobei ist es vielleicht besser, noch mehr aus dem Rucksack rauszulassen. Das ist die Frage, ne? 10 Tage haben wir jetzt schon überlebt. Das ist persönlicher Rekord. Habe ich ja noch nie hingekriegt. Wir haben alles Unwichte eigentlich. Okay, die beiden, das Buch können wir noch weglegen. Das wiegt alles nix. Zeitung kann ich auch noch weglegen. Ja, wir werden das aber nicht schaffen. Da hoch. Das ist auch rot, das Seil. Ich weiß nicht, rot ist vielleicht gar nicht so gut. Habe ich jetzt gerade gemerkt. Könnt ihr mir mal in die Kommentare reinschreiben, ob das vielleicht eigentlich sogar machbar ist? Ist ja möglich.
dass es so ein Seil gibt, wo man echt Probleme hat. Ne? Sag mal, möglich ist ja alles. Wir kommen jetzt aber auch nicht mehr hoch. Ne? Also der einzige Weg würde da hoch sein und da komme ich aber nicht hoch, weil irgendwie ist das, glaube ich, doch ein bisschen zu steil. Achso, ist hier eigentlich irgendwas ringsrum? Kann ja mal vorkommen. Nee, schaut jetzt nicht so aus. Okay, da geht's nach unten einfach nur. Da haben wir aber Fischerhütten. Ich gucke jetzt gerade mal so auf die Karte hier. Und die Karte sieht echt interessant aus, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber auch saugefährlich. Weil hier gibt es auf jeden Fall viel Wasser und ihr wisst ja, was mir das eine Mal passiert ist. Da ist nämlich schon Wasser. Wenn ich hier so wieder hochkomme, dann gehe ich noch zum Auto. Weil hier unten ist nämlich noch ein Auto, was wir noch durchlooten könnten. Okay, hier geht's auf jeden Fall. Hier werden wir auch hochkommen. Ah, jetzt ein Steinschlag, die ganze Dingens wahrscheinlich weggeballert. So, wir setzen uns mal kurz hier rein. Handschuhfach durchsuchen. Ja. Ja. Kann man immer gebrauchen. Wir sind auch ein bisschen durstig, müssten noch was trinken. Einmal hinten hinsetzen. Nö, hier ist nichts. Ist zum Glück kein Problem, wir haben unser Brecheisen dabei. Could end up being useful. Okay. Wenn da jetzt da steht, Einbrecher, also Vorsicht, Einbrechungsgefahr oder sowas, na, renne ich sowas von zurück, das glaubt ihr gar nicht, ey. Okay, hier ist zwar keine Tür drin, ne? This stuff will come in handy. Gewehrkugel. Okay. Viel ist es nicht. Aber wir haben ein bisschen was gefunden, um hier mal ein kurzes Lagerfeuer zu machen. Zünder. Oh. Wir haben keinen Zünder. Ja, Zeitung und so haben wir weggeschmissen, stimmt. Ich hoffe, das Eis trägt mich bis zu der Hütte noch. Oder wir gehen dahin. Jetzt hat das Eis ja noch gar nichts angezeigt, deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass wir nicht einbrechen. Da liegt auch ein Tier. Das könnten wir eigentlich mal eben kurz gleich schnell auseinandernehmen. Dann haben wir wieder was zu futtern. Zumindest das Fleisch eben, ne? Wir müssen nur dran denken, da oben irgendwo ist unser Zeug. Da müssen wir wieder hin. Weil da jetzt auch nichts ist, was unentbehrlich ist, ne? Muss man auch sagen.
Oh, da ist auf jeden Fall noch zwei Häuser. Ja, 1,3 Kilo, die nehmen wir gerne mit. Darm nehme ich auch gerne mit. Ach komm, das nehme ich auch noch mit. Eine Stunde 16, das müsste doch funktionieren, oder? Uhuhu, das ist aber schon wieder eng gewesen. Ja, der Nexus mag die Gefahr. So. Uns ist schon recht kalt. Deswegen machen wir jetzt hier draußen gar nicht mehr so viel. Guck mal, das sind aber zwei schöne Häuser, ne? Wir gehen da mal rein. Und sehen. Hier gibt es Zeug noch. Ist überhaupt kein Thema. Mich interessiert aber mehr oder weniger, haben wir hier einen Ofen. Damit müssen wir schon was zum Anzünden, ist auch gut. Ofen ist jetzt hier eher fehl am Platz, deswegen gehen wir jetzt mal direkt rüber zu dem anderen Gebäude. Nur um zu gucken, ob da noch ein Ofen ist. Ansonsten sind wir jetzt schon so weit gelaufen, dass wir auch... Oder kann man in diesem einen Ofen, der da jetzt war, auch ein Feuer machen? Müssen wir mal gucken. Wie soll man hier einen Ofen machen? Also, wie soll man hier ein Feuer machen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, Leute. Salzcracker nehmen wir mit. Essen nehmen wir immer mit. Also, ich habe es jetzt drüben noch liegen lassen. Ja, ich weiß. Aber... Das ist so ein Haus wie da drüben. In einem anderen Dingens. Gut, Leute. Ich würde sagen... Wir gucken nochmal in den Kühlschrank, aber ich mache schon mal die Verabschiedung. Oder die Abmoderation, wie man es auch so schön nennt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Tja, ich würde sagen, das war es erstmal für heute, ne? Noch schnell was trinken. Ganz wichtig. Und natürlich nochmal rausgehen, dann speichert er. Ich habe gelernt, Leute. Ich bin erstmal raus, Leute. Euer Nexus.